Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte wieder informieren über die wichtigsten Themen aus der gestrigen Gemeinderatssitzung. Die meisten Leute wird interessieren, wie wir die Wasser- und Abwassergebühren neu festgesetzt haben für die nächsten 3 Jahre. Die meisten wissen, dass das ja eine kostendeckende Einrichtung ist, sprich wir dürfen damit keinen Gewinn machen und auch keinen Verlust einfahren. Alles, was da an Kosten anfällt, wird reingerechnet und das haben wir jetzt wieder berechnen lassen und es sind diese 2 Beträge rausgekommen. Das Wasser wird zukünftig 3,37 Euro pro Kubikmeter kosten. Aktuell liegt der Preis noch bei 3,29 Euro. Das heißt, es ist eine Erhöhung um 8 Cent. Beim Kanal muss man leider ein bisschen mehr erhöhen, nämlich um 66 Cent auf jetzt oder auf zukünftig 3,10 Euro pro Kubikmeter. Grund für diese Erhöhungen ist, dass wir in den letzten paar Jahren recht viel investiert haben und auch in den kommenden 3 Jahren investieren wollen. Und diese Investitionen, die werden über Kredite finanziert, aber diese Kredite müssen dann über Jahre hinweg getilgt werden und die Zinsen gezahlt werden. Und diese Tilgung und die Zinsen, die fließen quasi in die Gebühren mit rein. Außerdem haben sich Stromkosten erhöht, es gab Tariferhöhungen für die Gehälter und beim Kanal hatten wir auch noch in den letzten 3 Jahren einen Fehlbetrag. Das heißt, da haben wir nachträglich gemerkt, dass die Gebühren eigentlich in den letzten 3 Jahren zu niedrig waren. Das müssen wir jetzt quasi aufholen. Gilt ab 1. Oktober. Positiv damit reingespielt hat eine Sache, die der Bauhof schwerpunktmäßig in den letzten 4 Wochen gemacht hat. Ich habe im Februar berichtet, dass wir recht hohe Wasserverluste hatten. In manchen Ortschaften ist am Tag so viel Wasser weggelaufen durch irgendwelche Lecks, wie im ganzen Rest vom Ort verbraucht wurde. Und da hat jetzt mit neuester Technik und nächtlichen Höraktionen der Bauhof eben diese Lecks gefunden und dann auch anschließend gleich repariert. Es waren insgesamt 9 Baustellen in den verschiedenen Ortschaften. Und damit konnten wir jetzt die Wasserverluste quasi wieder auf 0 reduzieren. Und es macht tatsächlich 200 Kubikmeter am Tag aus. Und diese 200 Kubikmeter, wenn wir die nicht repariert hätten, hätten uns jedes Jahr rund 100.000 Euro gekostet. Also dieses Geld sparen wir uns jetzt. Dann bleiben wir bei Baustellen. Der Glasfaserausbau, der geht ja voran in Bühler und in Münster. Und in den nächsten Wochen wird er auch in Aschfeld beginnen. In Bühler ist seit gestern die Hauptstraße dran, da ist jetzt eine halbzeitige Sperrung, zumindest tagsüber, während die Baumaßnahme läuft. Abends oder nachts und am Wochenende wird die Ampel und alles, was auf der Straße ist, wieder weggeräumt, da kann man dann durchfahren. Und ich war vorhin dort, das ist eine sehr interessante Baustelle. Ganz vorne ist ein Druck, der das Pflaster aus dem Boden holt, dann hinten dran der Bagger, der es ausbaggert, dann wird das Glasfaserkabel reingelegt. Hinter dem Glasfaserkabel wird wieder das mit Erde aufgefüllt und dann noch weiter hinten dran ist der Pflasterdruck, der das Pflaster gleich wieder einsetzt. Und so wandert die Baustelle jeden Tag um 20 bis 25 Meter und Mitte nächster Woche wollen sie durch sein mit der Hauptstraße in Bühler. Dann hatten wir uns als Gemeinde ja beworben für eine Förderung, dass wir mit Profis zusammen ein Konzept erstellen lassen, wie wir unsere Ortschaften am besten vor Starkregen schützen können. Für diese Förderung sind wir in diesem Jahr nicht genommen worden und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir da einfach das auf anderem Weg angehen. Und dazu habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen in 6 Ortschaften, also in jeder Ortschaft, einen Flurgang gemacht mit Experten, Leuten vor Ort, die Flur gut kennen. Und auch Bürger mit eingeladen, die nach dem Starkregen Anfang Mai auf mich zugekommen sind mit Ideen, dass man da einfach mal sammelt vor Ort Ideen, wie man halt den Starkregen entweder draußen zurückhalten kann, Wassermassen, oder dann in den Ortschaften dafür sorgen kann, dass er keinen großen Schaden anrichtet. Und da haben wir ganz, ganz viele tolle Ideen gesammelt, die habe ich gestern im Gemeinderat vorgestellt. Und da werden wir jetzt eine Priorisierung machen, dass wir quasi eine Liste haben, was ist am wichtigsten, was gehen wir zuerst an und dass wir halt dann das der Reihe nach da ja, loslegen können und was tun, um unsere Ortschaften vor Starkregen zu schützen. Dann das nächste Thema ist die ILE Allianz Main-Werntal. Die meisten werden es wissen, das ist ein Zusammenschluss von insgesamt 5 Nachbarkommunen, unter anderem auch der Gemeinde Eusenheim. Und wir gehen zusammen Themen an, die für einen einzelnen Ort, für eine einzelne Gemeinde zu groß sind. Und das war in den letzten 6 Jahren sehr erfolgreich. Und jetzt nach 6 Jahren mussten wir uns entscheiden, ob wir das weitermachen wollen. Und die Gemeinderäte waren sich einig, dass das geschehen soll.
Und in dem Zusammenhang haben wir in der Allianz auch entschieden, dass wir uns ein neues Logo geben und auch einen neuen Namen. Denn das Wort ILE ist leider nicht selbsterklärend. Und wenn man es dann erklärt, dass es bedeutet integrierte ländliche Entwicklung, dann macht es das Ganze nicht besser. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir uns zukünftig Region Main-Wärental nennen wollen. Das muss man zumindest nicht erklären. Dann noch mal zum Ferienspaß. Da bieten jeweils in den Sommerferien Vereine oder auch Unternehmen für ein paar Stunden ein Programm für Schulkinder, die sich vielleicht schon langweilen an. Und heuer war jetzt bislang die Rückmeldung von den Firmen und Vereinen recht dürftig. Bislang haben sich erst drei gemeldet. Falls da noch Interesse besteht, wäre es toll, wenn sich noch welche melden könnten. Müsste ein bisschen schnell gehen, am besten noch diese oder Anfang nächster Woche. Und wäre schön, wenn wir da auch in diesem Sommer wieder ein kleines, aber feines Programm zustande bekommen. Und zum Schluss noch was ganz Besonderes, nämlich die offizielle Einweihung der Grundschule in Aschfeld, Grundschule Kirchendurch. Die ist am Freitag, den 12. Juli, ab 16 Uhr. Und da kann quasi jeder kommen und sich das Schulgebäude anschauen. Die Kultusministerin kommt, die Landrätin kommt, der Bürgermeister ist da. Das ist gleichzeitig auch das Schulfest. Es gibt also was zu essen und zu trinken. Und man kann sich natürlich die neue Schule auch von innen anschauen. Und da würde es mich freuen, wenn ich ganz viele von Ihnen da sehe. Bis dahin, tschüss.